Ein hammermäßiges Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Unboxing auf meinem Kanal. Ich habe in meinem Vlog von Helgoland angekündigt, dass ich ein Unboxing mache zu etwas, was ich mir da gekauft habe. Und zwar, jetzt kann ich es erzählen, es ist ein Kamerastativ von Zirui oder wie man es auch ausspricht. Ich habe keine Ahnung. Leider ist das hier so ein bisschen nicht ganz im Bild. Das liegt daran, weil ich hier im Moment noch so ein selbstgebasteltes Stativ mir gemacht habe, um hier zu filmen. Und nachdem ich das dann ausgepackt habe und verwenden kann, kann ich dann auch besser solche Videos hier machen. Gut, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Auspacken. Und zwar gibt es hier dicke Benzel, also das ist auf jeden Fall eine schöne Tasche. Könnte auch wasserabweisend sein, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. So. Das ist das Stativ. Und ups, das war die Kamera. Da ist nichts mehr drin. Das kommt weg. Hier haben wir noch ein bisschen Papierkram. Gucken wir mal uns kurz zuerst, was sie da mitliefern. So, gut. Was haben wir hier? Das ist... ach, Garantie. Gut. Klopapier. Hier stehen noch mal ein paar Daten drauf. Ja, also 220 Gramm wiegt das Ding. Das Ding kann maximal 13 Kilo tragen. Maximale Höhe 85 cm. Kommt das hin? Nee, das ist höher. Nee, was ist denn das hier? Das ist aber irgendwas anderes. So. Diameter, was auch immer das ist. Und das ist der... Achso, das ist... Ah, okay. Ich verstehe gerade. Das ist der Kopf, der Kugelkopf. Das ist der C-10X. Ja. Instructions. CX Series Ballhead, genau, Kugelkopf. Ich habe auf jeden Fall irgendwie eine Anleitung. Aber ansonsten. Nur eine Seite, da steht ein bisschen was dazu drauf, aber interessiert uns auch nicht weiter. So, und hier haben wir die Instruktionen zum T-0X Tripod. Na, was ist denn das hier für ein Knick? So, ja, hier steht immer drauf, wie man das aufbaut, was da drauf kommt. Was zu beachten ist, aber gut, das ist auch nicht weiter interessant. Dann haben wir hier noch, ist das ein Sticker oder was ist das? Irgendwie, weiß nicht. Qualified, okay, gut, auch nicht weiter interessant. Dann haben wir hier noch zwei Imbusschlüssel, wahrscheinlich um die Schrauben hier, ja, da an den Gelenken sind die Schrauben, die man damit festzieht. Und ein Karabinerhaken mit Gummi, das ist schön. Womit man Gewicht am Stativ in der Mitte unten festhängen kann, damit ja, mehr Gewicht drauf ist, wenn mal etwas schwerer ist oder Wind da ist. Dann kann man das mit auf jeden Fall beschweren. Gut, kommen wir zum Stativ selber. Das Stativ ist ja ca. 30 cm wie so ein Schullineal. Und sonst ist da nichts weiter an Länge. So, dann theoretisch, das klappt man jetzt hier so aus. Ach, Entschuldigung, weil ich ständig gegen die Kamera komme. So, und hier sieht man im Prinzip die Laschen, die man drücken muss, um wieder zurückzuklappen.
So, leider nimmt diese Kamera hier nur 5 Minuten am Stück in 4K auf. Also, stehen geblieben bin ich dabei. Also, das ist jetzt hier alles aus Alu. Im zusammengeklappten Eindruck macht das einen recht schweren, vernünftigen Eindruck. Und jetzt ausgeklappt wird das dann immer leichter. Hier haben wir die Drehteile und dann kann man rausziehen. Es geht 1, 2, 3, 4 Mal. Hat man jedes Mal so eine Länge circa. Und so kommt die Kompaktheit eben zustande. So, das wieder fest. Hier hat man die beiden Schaumstoffgriffe, damit man es gut tragen kann. Und diese Stange kann man auch nochmal verlängern an dieser Stelle. Ja, dann hat man hier diese Stange, kann man auch rausnehmen und den Kugelkopf direkt da vorne ranschrauben. Der Kugelkopf an sich, auch alles aus massivem Metall. Schrauben wir mal lose hier. So. Der ist auf jeden Fall sehr leichtgängig, wenn man ihn losschraubt. Man kann ihn auch ein bisschen fester wieder ziehen. Dann wird er schon schwergängiger. Ja, macht auf jeden Fall sehr wertigen Eindruck. Diese Metallplatten hier ist so eine Schnellwechselplatte. Ich guck mal, ob ich das anders zeigen kann. So, hier hat man eine Schnellwechselplatte. Die kann man hier losschrauben, rausnehmen. Und man kann sich auch dann noch Platten nachkaufen. Hier ist ein Sicherheitssplint, damit das nicht wegrutscht. Ja, und da drauf, das ist dieses 3/8 Zoll Gewinde, womit man ganz normal die Kameras draufschraubt. Das kann man dann mit eben schnell machen. Ich hatte mir einen Shoulderpod gekauft. Jetzt muss ich kurz mal gucken, ob der hier auf dem Schreibtisch gerade liegt. Ja, da ist er. Ja. Den hatte ich ja auch schon in einem anderen Video geunboxed. Und den kann ich jetzt hier theoretisch draufschrauben. Ups. Muss man da dafür die Platte abmachen. So. Hier haben wir auch, glaube ich, eine Imbusschraube ist das. Muss ich mal gerade gucken. Ja. Also die können wir drehen damit. Jetzt ist er hier auch ein bisschen lose. Und dann schnappen wir uns einmal den Shoulderpod. So, dann machen wir das mal so. Schön mittig. Festschrauben. Also mit einem Schlitz würde das auch gehen. Wahrscheinlich sogar besser. Ja, jetzt sieht man hier, da habe ich hier befestigt. Dann brauche ich jetzt eigentlich nur noch den hier Clips und festschrauben. So. Ja, dann kann ich noch ausrichten das Ganze. Habe hier am Kugelkopf selber, ich werde das mal abschrauben. Hier ist dieses 3/8 Zoll Gewinde. Da steht auch nochmal drauf, welcher Kugelkopf das ist. So, ja, da, jetzt sieht man es. Und hier unten hat man dann, wo ist das? Die Möglichkeit, eine Gradzahl einzustellen, kann man den ganz langsam drehen. Ja. Gut. Ich würde sagen, das war es soweit. Ein ausführliches Review werde ich dann in den nächsten Tagen, wenn ich ein bisschen damit gearbeitet habe, nochmal drehen. Ja, den Link zu dem Stativ werde ich in die Videobeschreibung packen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt und nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.